Jemand hat Schmerzen. Zurück! Oh, verzeiht mir. Ich hielt euch für einen von denen. Das war eine der Statuen von Meister Iso. Es reichte den Mongolen nicht, meinen Vater zu töten. Sie mussten sein Vermächtnis schänden. Ihr seid Meister Isos Sohn. Mein Beileid. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Das war seine beste Statue. Mit Werkzeug könnte ich sie restaurieren. Aber seine Mörder nahmen uns auch unser Haus. Ich besorge das Werkzeug. Ehren wir euren Vater, indem wir sein Werk restaurieren. Vielen Dank, mein Herr. Unser Haus liegt am Ende der Bergstraße. Und wenn ihr ihn rächen könnt... Das werde ich. Isos Haus. Wer stellt sich mir zuerst? Gange da los zum Boxen! Was wollt ihr? Meister Iso, ihr lebt. Euer Sohn denkt, die Mongolen hätten euch getötet. Ach, armer Junge. Ich bringe euch zu ihm. Nein. Ich lebe noch, weil ein Mongolen-General meine Arbeit bewundert. Die Mongolen verstümmeln eure Skulpturen, zerstören euer Vermächtnis. Ich soll für Kublai Khan persönlich ein Meisterwerk erschaffen. Ich kann nicht ablehnen. Nehmt euer Werkzeug. Wir gehen. Welche meiner Statuen ist beschädigt? Der Bosatsu die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Doch er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Warum denkt ihr, dass eine Statue für Kublai Khan wichtiger ist als eure Familie? Oder euer Volk? Familie und Nationen schwinden und sterben. Doch die zarten Kurven von Kanons Fingern, die trotzige Haltung eines Steinkriegers mitten im Schlag, sie sind ewig. Wir können Familie und Kunst vereinbaren. Ein Samurai dient nur einem Herrn. Dasselbe gilt für einen Künstler. Das ist eine traurige Weltanschauung. Die Welt ist ein trauriger Ort. Ich liebe meinen Sohn. Doch ich diene meiner Kunst. Hier lang. Runter! Keinen Laut! Ist euch jemand? Leise! Huko! Ja.
lieber Mamoru. Er starb für euer Vermächtnis. Ich würde es gegen sein Leben tauschen. Ihr könnt nur sein Andenken ehren. Der Mann sein, für den er euch hielt. Es tut mir leid, mein Sohn. Dieser Schrein wurde entweiht. Wer tut so etwas? Getötet und zurückgelassen. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Was hier geschah, war ein Akt des Hasses. Weißt du, wer das war? Mongolen. Garantiert waren die das. Legium Harsinta! Harvo! Was ist Barry? Harvo!
So viele getötet. Zerstört, was heilig ist. Haut euch nur! Legium Harsinta. Peter Nikatsa. Von Larin Schöpfenkurs. Rosa! Peter Nikotze. Rosa! Tun dir und anderen göttlichen Boten nie wieder was an. Friede sei mit den Toten. Als normaler. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. So. Das ist ein braves Pferd. Was geschieht hier? Ich kann helfen.
Was ist? Schnell! Sie kommen durch das Fenster! Lauft! Das ist vorbei. Ihr seid hier, bei mir. Mein Verstand hat sich in den tausend Höllen verirrt. Wer war das? Eine Mongolenjotte. Diese Farbe. Ich erkenne den Stamm nicht. So war sie völlig wehrlos. Sie biss sich ihre Zunge ab. Verblutete. Was wurde ihnen angetan? Sieht wie ein Altar aus. Für irgendeine Mongolenzeremonie. Samurai! Der Adler ruft nach euch! Singt, erfüllt sie mit Blutdurst. Bastarde, ihr werdet niemanden mehr quälen. Was habt ihr diesen Menschen angetan? Sie haben den Ruf des Adlers vernommen. Der Adler? Führt er euch an? Sie wird den Adlerstamm an eure Küsten führen. Mit der ganzen Insel Iki hinter sich vereint. Sie sind von Iki gekommen.
Vater. Jen. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. Ich kam so schnell ich konnte. Diese Menschen. Sie bekommen Hilfe. Aber ich weiß nicht, ob sie sich erholen. Was ist ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Ich kenne solche Mongolen nicht. Sie folgen jemandem namens Adler. Und sie planen einen Angriff auf Tsushima. Diese Menschen wurden wahnsinnig. Wenn der Adler das der ganzen Insel antut. Wird sie nicht. Wie willst du sie finden? Einer ihrer Leute erwähnte die Insel Iki. Da gibt es nur Räuber und Verbrecher. Sie hassen die Samurai. Ich weiß. Mein Vater führte einen Feldzug zur Befriedung und... er starb auf dieser Insel. Die Samurai zogen sich danach zurück. Jetzt ist etwas Monströses auf Iki eingefallen. Ich muss dorthin.